So, willkommen zurück zur nächsten Folge von Portal 2. Hier kann ich auf jeden Fall ein Portal setzen und da oben machen wir gleich mal weiter hier und nicht stehen bleiben. Und da kommt schon der Level, schon, den wir im letzten Part erwartet hatten. Yeah! So. Und ich bin gespannt. Ja, die kommen. Und da oben können wir ein Portal setzen. Und hier können wir ein Portal setzen. Und wow, nicht so weit springen. Aha. Machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann schließen wir dich hier mit dem Kerntransfer an. Und dann bist du wieder hier der Boss. Und dann lässt du mich frei. Und dann machen wir das so. So machen wir das. So werden wir das machen. So wie ich das mit Whitley gemacht habe bei dir. Oh, und hier ist schon dann der Bosskampf. Das ist natürlich episch. Dann sagen wir, dann kann ich, ja, ich weiß schon, wie ich hier Part nennen werde. Ja. Oh ja. Nice. Dafür brauche ich 3 Minuten. Und ich habe davon nicht gespeichert. Gott. Spiel speichern. So, außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Okay, 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, wäre ich auch nicht dafür. Das haben wir kaputt gemacht, oder nicht? Für mich, viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Bomben, um mich zu bewerfen? Wenn du mich bewirfst. Machen wir mal das so. Da oben werden die rauskommen. Er bleibt also an einer Stelle stehen, dann schießt immer auf eine Stelle. Komm her. Guck her. Komm her. Ja, komm. Ja, komm, los. Wow. Und da haben wir dann die Portalflächen, der 4-Stufen-Plan. Schon mal die erste Stufe ausgeschalten. Natürlich hier alles kaputt, ja. So, ich habe eine Idee. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Ja, bin mir nicht so sicher, ob du das wolltest. Halt dich getroffen. So. Anscheinend. Bombensichere Schilder. Irgendwie sind die nicht bombensicher. Scheiße, nur noch 4 Minuten. Wo ist der erste Kern? Ach, da oben der. In den Weltraum. Mhm. Weltraum. Hier kommt die Weltraumpolizei. Yo, ich bin die Weltraumpolizei. Woher weißt du das denn? Weltraum. Und angeschlossen. Und dann machen wir das nochmal. Hier hin und hier hin. Ja, komm her. Den gleichen alten Trick. Du Idiot. So. Kann 2. Da. Wie ist die Lage? Klick zoom. So. Und alle, da haben wir dich. Und da. Mist! Und bitteschön! Und Portal setzen, den gleichen Trick. So rum. Komm her, schieß auf mich, jo! Los, zu den Quickie, los. Yep. Und adios, Amiga. Und voll auf den Kopf, Headshot, yeah! So, wo ist der nächste Kern? Der nächste Kern. Blau fahr ich schon mal. Wie komme ich da hoch? Ja, ich weiß wie. So, und dann bin ich drunter. Mal reingucken. Ja, da sollte ich treffen. Und ganz knapp.
ein bisschen weiter hier. Nein, du da stehen bleiben. Du ein bisschen weiter da. Und. Ah, das war zu kurz. Anlauf nehmen und. Alle, yep. Ja, da habe ich dich. So, wo willst du angeschlossen werden? Was erzählst du mir hier überhaupt, pinker Kern? Auch schon 100%? 100%? David Lee, falls du nochmal schießen willst, Mensch. Kernaustausch, Kernaustausch, Gladas. Gladas? Ach, du bist schon angeschlossen. Nein. Ach, ist der dumm, Alter. Ist der dumm. So. Mann, ich schieß auf dich. Stirb! Rexak, stirb! So, Feueralarm oder was hier? Feuernotenlage. Tja, wo? Ja, welchen Knopf denn? Welchen Knopf denn? Ach, der da. Den habe ich doch schon, der ich schon mal begleitet, dass ich drücke. Ich drücke die Taste. Doch, ich drücke die Taste. Ach, hier ist alles jetzt weg, die ganze Farbe und so. Außer dann natürlich. Oh! Au! Au, 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 au. Portalkanone. Los! Die Kanone. Und, Rot liegt unter ihm. Blau! Portal! Jetzt zwischen dem Mond, Mann! Oh, wieso wird das jetzt gesogen? Ach so, hier Weltall und so, oder wie? Weltraum. Da wird sich der gelbe Kern aber freuen. Erde. Oh Gott. Ach du Scheiße. Geil. Oh, da sagt der gelbe Kern schon. Weltraum, Weltraum. Ist ja cool. Der schon raus ist, ist ja wie. GLaDOS hat schon repariert und GLaDOS. Schießen ihn weg, aber ohne mich, okay, gut, ich wollte schon sagen. Wow, ist das episch. Und jetzt werde ich aus reingezogen, man muss sich das ja so vorstellen im Portal. Wie rum? Ich habe da manchmal Probleme. Wenn ich wo reingucke, das denke ich, kann man von oben. Da ist eigentlich von unten so. Versteht schon. Und Rumscha freigeschalten. Mondsüchtig, yeah. Oh, geil. Das Spiel war richtig geil. Richtig geil. Kann man nur jedem empfehlen, jeder muss es spielen. Atlas und Peabody, yeah! Die kennen wir ja schon aus dem Koop-Modus. Carolyn. Ja, natürlich. Carolyn war doch die von Cave Johnson, oder nicht? Hat er das nicht mal erzählt, Carolyn und er? Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Ach du Kacke, jetzt ist sie wieder nicht mehr meine beste Freundin, so. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste, ehrlich. Ehrlich? Nicht zu töten ist schwer. Das stimmt, habe ich weißt ja schon gesagt. Wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Mhm. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Naja. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Ja. Du gewinnst. Danke. Bitte geh. Mach ich lieben gern. Es war schön. Komm nicht zurück. Naja, super, so einen netten Spruch. Aber sie hat ja Carolyn gelöscht, also ist sie nicht mehr nett zu mir. Das verstehe ich schon. Sie weiß ja jetzt nur noch, wie ich sie getötet habe und so. Und ich fahre nach oben und geil. Grün. Oh Gott. Die sind wieder repariert. Aber sie mögen mich anscheinend. Oh ja, sie schalten sich aus. Und Musik. Ja, das haben wir doch schon mal in diesem Geheimraum gesehen. Auch in den Testkammern von GLaDOS. Wie die so Musik gespielt haben. Die sind also musikalische Talente. Mhm. Und geil. Der fährt halt bestimmt übelst den Bass. Oh.
Ist das Tenor? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Oh, da hinten, der riesige. Oh, wenn der mich mal getroffen hätte, Alter. Fette Scheiße. Und der fährt da hinten an den Bass, auf jeden Fall. Der ist irgendwie in Tarnfarbe und so, ne? Und das Lied ist geil. Das ist richtig cool. Oh ja. Ich bin im Weltraum. 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 Ich bin im Weltraum. Ich bin Batman. Damit jetzt bestimmt abgeleitet. Und ich bin frei. Endlich. Oh ja. Wiese. Himmel. Nice. Was jetzt? Ein Herzkubus, mein bester Freund. Das lernt man in Portal 1. Das war wahrscheinlich sogar derselbe aus Portal 1, weil der war verschmort und den habe ich ja mal weggeworfen. Und unten ist die Übersetzung. Das sieht es auch so geil. That's what I'm hunting on. Oh, ich hab falsch gesungen. Nein. Egal. Ach ja. Ich sag mal nichts mehr, damit ihr das Lied lauschen könnt. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else's problem. So. Auf jeden Fall müsst ihr das Spiel hundertprozentig spielen. Es ist richtig geil. Ist das geil. Das ist so geil. Ja. Ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist, aber... Es heißt ja nicht, dass es keinen dritten Teil geben kann, nur weil ich jetzt mit dieser Frau, die man hier spielt, fertig ist, zumindest frei ist von GLaDOS, heißt es ja nicht, dass es weitere Testsubjekte geben können, die ja clever sind und GLaDOS umbringen wollen. Heißt ja nicht, dass das so ist. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Gut, bis zu einem nächsten Let's Play. Peace out.